Es rappelt im Karton. Wenn Sie schon immer mal wissen wollten, was die letzten Minuten vor einer Misswahl passiert, dann aufgepasst. Wir spielen Mäuschen und beobachten die Generalprobe der Miss Salzburg-Wahl im Club Take 5. Die Beauty-Dichte hoch wie immer, das Schuhwerk flacher denn je. Also mit dem Schuhwerk habe ich es nicht vor, auf die Bühne zu gehen. Das ist jetzt nur so zum Warmlaufen und zum Warmgehen. Und später werde ich ja noch genug auf den High Heels herumlaufen. Also habe ich mir gedacht, jetzt noch die gemütliche Art und Weise und dann später das Hardcore sozusagen. Während hier jetzt noch High Heels freie Zone herrscht, schnallt anderswo der Puls in unmessbare Höhen. Ich bin schon ein bisschen nervös, weil es doch meine erste Moderation ist vor Live-Publikum. Und ja, hoffentlich wird es gut gehen. Was wäre denn das Worst-Case-Szenario? Wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, aber dafür habe ich ja die Kärtchen und man hat immer Angst, dass man jetzt auf einmal da steht und nicht weiß, was man sagen soll. Wie hast du dich denn auf diesen Tag vorbereitet? Ich habe mit meinem Coach sehr viel geübt, auch stimmlich. Was sagt denn der Coach stimmlich? Ja, wir machen ja mehr auf Radio, also sehr viel mit Mikrofon und Radioansagen. Und es ist witzig, weil am Anfang bin ich nicht so gut, also ich bin okay, aber dann am Ende sage ich immer, dass ich total gut bin, dass aus mir mal was Großes wird. Also wir arbeiten sehr gern zusammen und ich glaube, er ist schon begeistert von mir. Es ist schon Aufregung. Aufregung umsonst. Auf der Bühne läuft für die aktuelle Miss Austria alles wie geschmiert. Und auch ihre potenziellen Nachfolgerinnen zeigen sich von ihrer Schokoseite. Wer war denn für dich in den letzten Jahren eine Vorzeigemiss? Also fällt mir sofort natürlich die Silvia Schachermeier ein, die aus dem Titel wirklich was gemacht hat. Nicht nur, weil sie jetzt die Austria Corporation übernommen hat, sondern weil sie auch auf dem richtigen Weg ist, wie ich finde. Dass es einfach sehr seriöse Veranstaltungen sind. Die Missen nicht mehr der Lächerlichkeit preisgegeben werden, so wie es früher der Fall war. Also ich kann mich erinnern, als ich noch Miss war, das war ein bisschen anders. Also da wurden wir schon ein bisschen durch den Kakao gezogen. Und wenn du dann nicht so ganz selbstsicher oder redegewandt warst, also war wirklich, also es war traurig eigentlich für die Mädels. Und das kommt heute nicht mehr vor. Wo findet man diese ganzen hübschen Mädchen in Salzburg? Ganz ehrlich, überall. Man findet sie auf der Straße, man findet sie im Supermarkt. Überall dort, wo junge Mädchen sind, kann man sie ansprechen und da kann man sie einladen, zu uns zu kommen. Darf eine Miss besser genährt sein als ein Model? Für mich schon, weil ich bin auch ein Fan von den Models, die jetzt ganz dünn sind. Bei der Miss muss das nicht der Fall sein, finde ich. Ganz im Gegenteil, also da können ruhig ein paar Rundungen sein, da muss sie auch nicht ganz so groß sein. Die Missen sind ja auch meistens in Natura hübscher als die Models. Tatsächlich? Ja, ist mir schon aufgefallen, weil die Models oft wirklich sehr fotogen sind. Und ich dann oft enttäuscht bin, wenn ich mir die Setkarten so anschaue, ein Casting mache und dann die Models vor mir stehen. Ich denke, Wahnsinn, sehr fotogen, aber in Natura eigentlich relativ unscheinbar. Ich will jetzt nicht sagen unhübsch, aber unscheinbar. Wie schaust denn du ungeschminkt in der Früh aus? So wie jeder ungeschminkt ausschaut natürlich. Ein bisschen weißer wie jetzt, aber so prinzipiell fühle ich mich auch nicht unwohl, wenn ich ungeschminkt bin. Ja, ist immer ganz lustig bei uns am Land, weil ich wohne ja wirklich sehr am Land, sehr weit draußen. Und wenn man dann in den Supermarkt geht und ältere Leute reden einen dann so an, wenn man gerade im Jogginganzug beim Obst kaufen ist oder so auf die Art. Und das ist dann immer ganz lustig, weil die sind da dann wirklich eigentlich relativ begeistert und das finde ich eigentlich immer ganz amüsant. Wie hoch sind die Heels und hast du die auch beim Obstkauf an? Die Heels sind genau 15 cm hoch und nein, beim Obstkorb habe ich die nicht an. Neu bei der Miss Austria Corporation, ein eigenes Team kümmert sich um den Auftritt der Missen in sozialen Netzwerken wie Facebook. Und da haben erotische Bilder mit dem Freund oder Partyexzesse wirklich nichts zu suchen. Party mache ich eigentlich ziemlich selten und bin eigentlich nie betrunken, weil ich das gar nicht mag. Und durch die Rettung so viele Betrunkene leider holen muss, dass ich das ekelhaft finde. Also es gibt gewisse Grunddinge, die man gar nicht machen darf als Miss. Es ist ganz strikt zu trennen zwischen privat und beruflich. Das heißt, bin ich als Miss unterwegs, dann habe ich einfach eine gewisse Verantwortung, ich habe ein gewisses Auftreten und da gehen eben private Selfies mit gewissen Posen einfach nicht mehr. Du bist die einzige Miss, die kein Facebook-Profil hat heute Abend. Ja genau, also so
soweit ich weiß, bin ich zurzeit wirklich die einzige Miss-Anwärterin, die gar kein Facebook-Profil hat. Und ja, also soweit ich auch weiß, wurde da auch nichts überprüft. Wirst du dich dann anmelden, falls du Miss Salzburg wirst? Ja, auf jeden Fall. Also falls es dazu kommen sollte, dass ich die Miss Salzburg wäre, werde ich mich auf jeden Fall anmelden und werde versuchen, dann mit meinen Fans oder mit den Leuten, die mich irgendwie bewundern, in Kontakt zu bleiben. Schaut euch diese schöne Frau an. Bei der zweitplatzierten Miss Salzburg und der Vorjahressiegerin werden beim Anblick der Nachwuchsmissen jedenfalls Erinnerungen wach. Bei der letztjährigen Miss Salzburg-Wahl war ich ja auch dabei und habe ich den zweiten Platz ergattert. Und ich glaube, es lag am Kleid, weil das ist mir gerissen unterm Gehen. Hier bei den Achseln und bei der Brust und ich glaube, das war das Problem. Was denkt man sich in so einem Moment? In diesem Moment habe ich mir gedacht, Selma, du musst jetzt einfach nach vorne schauen. Ist egal, du hast tolle Kurven, ist egal, den Leuten wird es sicher gefallen, weil man sagt zwar, weniger ist manchmal mehr, aber in dem Fall hat das ganz gut gepasst. Dann hast du gedacht, dieses Mal gleich mit vorprogrammiertem Schlitz. So habe ich mir das überlegt. Er unterstreicht meine Persönlichkeit, ein bisschen Army-Look, ein bisschen Ausschnitt, also nicht zu viel, aber glaube ich, kann sich sehen lassen. Was hältst du Wertvolles in den Händen? Die wunderbare Krone der Miss Salzburg. Wie wertvoll ist diese Krone? Sehr wertvoll, denn sie begleitet dich ein ganzes Jahr lang. Hast du sie jetzt ein Jahr lang jeden Tag getragen? Nicht immer, zum Schlafen gehen nicht. Und bei Aufträgen sehr oft, ja. Wo hast du sie aufbewahrt? Wie hast du sie gereinigt? Hast du mit ihr gesprochen? Gesprochen habe ich nicht unbedingt mit der Krone. Ich habe sie auf einen speziellen Platz bei mir zu Hause, wo auch die Schleife und der Pokal liegt. Rein als Erinnerung für mich. Jetzt steht auch fest, wer Salzburg bei der Miss Austria-Wahl vertreten wird. Startnummer 2! Doch da gibt's noch ein Programm, das Selma und Christina absolvieren müssen. Wir haben die Miss Austria Akademie ins Leben gerufen und die zwei Finalistinnen dürfen dann an der Miss Austria Akademie in der Therme Geinberg teilnehmen. Was passiert in dieser Akademie? Vor allem voran geht es einmal um die Schönheit. Das heißt, wir wollen die Schönheit präsentieren. Das heißt, die Damen müssen auch lernen, wie bewege ich mich am Catwalk. Aber des Weiteren beschäftigen wir uns auch noch mit dem Thema Allgemeinbildung, politische Bildung. Ist mir ein sehr wichtiges Thema auch und auch Etikette. Wie bewege ich mich auf Veranstaltungen? Wie gehe ich mit Kunden um? Jetzt muss die 19-Jährige auch auf Facebook und Co. präsent sein. Dazu sagen viele bestimmt I like.